Alle sprechen von Gold, das heute Nacht ja einen neuen Rekord erreicht hat und über die Marke von 2300 Dollar gestiegen ist. Aber kaum einer spricht vom Energiesektor, der gestern ein neues Allzeithoch erreicht hat. Und was sagt uns das? Gold bricht aus auf ein neues Allzeithoch. Energie bricht aus auf ein neues Allzeithoch. Das könnte irgendwas mit der Inflation zu tun haben. Das heißt, wir sehen in diesen Märkten offenkundig die Botschaft, dass die Fed nicht genug tut oder die Notenbanken nicht genug tun, um letztendlich einen Wiederanstieg der Inflation zu verhindern. Also nimmt man die Füße in die Hand und beginnt zu trampeln und zu laufen und investiert sich offenkundig in Assets, die eben letztendlich ein Inflationsschutz sind, respektive steigen sollten in einem inflationären Umfeld. Und während die Wall Street sehr stark fokussiert ist, oh, wann senken sie die Zinsen, sollte man die Frage stellen, was da eigentlich abläuft. Und das wollen wir uns mal anschauen, meine Damen und Herren. Es droht eine neue Welle der Inflation, aber die Wall Street hat gestern Party gemacht, weil sie sagte, oder zumindest gedämpft Party gemacht, oh, die Preiskomponente bei dem ISM-Index Dienstleistung, die ist doch so niedrig gewesen wie seit 4 Jahren. Nur noch 53,4. Das heißt, die Preise sind zum Vormonat weiter gestiegen, aber eben nicht mehr in der Dimension wie zuletzt im Vormonat oder den beiden Vormonaten. Wir sehen, wie stark das schon ausgebrochen war nach oben. Werte von über 60 teilweise, also starke Preisanstiege. Und irgendwann liegt eben die Latte so hoch, dass es da nicht mehr einfach ist, noch weiter die Latte hochzulegen. However, das ist aus meiner Sicht komplett fehlgeleitet, weil an der Sache vorbei. Und das sehen wir etwa schon an 2 Dingen. Erstens an den Break-Evens hier für ein Jahr, also an den Inflationserwartungen, die von den Märkten bepreist werden. Da geht es weiter nach oben und auch Inflation Nowcast, also der Real-Time-Tracker für Inflation der US-Notenbank Fed, geht weiter nach oben. Aber hier gehen die Preise nach unten, respektive sie gehen nicht nach unten, aber der Preisanstieg hat sich im Dienstleistungssektor abgeschwächt. Macht Sinn, weil die Preise so stark gestiegen sind, dass da einfach nicht mehr so viel Luft nach oben ist, aber jetzt die ganze Geschichte eben in diesen Gütersektor wandert. However, hier sehen wir mal die Märkte jetzt wieder in Richtung zumindest 3 Zinssenkungen unterwegs, wenn man den Fed Fund Futures glaubt. Oben die Statistik ist gemeint, unten die Statistik meint ISM Prices Highest since July 2022, also Manufacturing. Im Gewerbebereich haben wir die höchsten Preise seit, oder den größten Preisanstieg genauer gesagt, seit Juli 2022. Während hier die Dienstleistungspreisanstiege zwar auch deutlich sind, aber ebenso gering wie seit März 2020 nicht mehr. Aber das ist vielleicht das Entscheidende, was so ein bisschen übersehen wird derzeit, weil alles sich so auf Gold fokussiert. Das ist der Energiesektor, also S&P 500 Energy Sektor, der Sektor, S&P hat ja 11 Sektoren, einer davon ist Energie, der hat jetzt sein Hoch aus dem Jahr 2014 gestern herausgenommen. Wir sehen, oder manche, ne, also diese Charttechniker, die wo ja leicht astrologisch veranlagt sind, kann man sagen. Also die so ein bisschen, man liest die Charts, was nein, was dann manchmal herauskommt, gell, und Charts und Charttechnik sind halt eine Art self-fulfilling prophecy, weil viele danach sich orientieren und handeln. Und unten sehen wir, dass das natürlich durchaus so eine Formation ist, die nach oben richtig Strecke machen kann. Eine inverse Schulterkopf-Schulter würden manche da sehen wollen. Also das könnte richtig knallen, wenn etwas passiert. Aber was soll schon passieren? Dazu gleich mehr. Jedenfalls hat gestern ja der Jerome nochmal gesagt, und das war auch ein Grund, warum die Märkte gute Laune hatten. Naja, unsere Sicht auf die Inflation hat sich nicht nachhaltig verändert. Das ist natürlich die, wie soll man sagen, windelweiche Formulierung eines Fed-Chefs, der eigentlich den politischen Auftrag von Janet Yellen hat, die Zinsen zu senken. Andererseits, das nicht kann, guten Gewissens, weil eben die Zahlen das nicht hergeben. Zum Beispiel die Zahlen, dass seit Februar Öl 14 Dollar gestiegen ist und in den USA der Benzinpreis 40% gestiegen ist seit dem Tief im Dezember. Also hat sich da nichts verändert, Herr Paul. Das ist ungewöhnlich und zeigte nicht gerade Ernsthaftigkeit. Hier sehen wir mal,
das Öl jetzt an einem sehr kritischen Punkt ist. Es geht um den Abwärtstrend, den wir im Grunde seit dem Jahr 2022 haben, als wir nochmal über 100 Dollar gestiegen waren. Jetzt kommen wir runter oder sind runtergekommen und jetzt droht ein Ausbruch, der wahrscheinlich nur gelingt oder der nur passiert, wenn wir geopolitisch etwas haben. Und da fällt einem ja einiges ein, neben Gaza vor allem jetzt diese mögliche direkte Konfrontation zwischen Israel und dem Iran. Ich hatte dazu gestern mich geäußert. Und hier sehen wir mal den Vergleich mit den 1970er Jahren. Jetzt sagen alle, naja, 70er Jahre, da hatten wir ja einen Ölpreisschock. Alles richtig, da hatten wir 1973 den Yom Kippur-Krieg, meine Damen und Herren. Und dann hatten wir 1979 die Revolution in die Iran. Also praktisch ein völlig neues geopolitisches Umfeld durch eine radikal-islamische Regierung. Hier sehen wir, 79 also war die Revolution im Iran. Wir sehen, dass 73 die Inflation massiv steigt, dann runtergeht bis inklusive 76, dann aber ab 77 wieder beginnt zu steigen, also schon vor der Revolution Khomeinis im Iran, interessanterweise. Das heißt, da waren schon inflationäre Kräfte wieder am Werk, die eben gewirkt haben, bevor dann es überhaupt zur Revolution kam. Und wir haben ja jetzt wirklich ein geopolitisches Setup, das geradezu danach schreit, dass da irgendwas schief geht. Seit dem 7. Oktober, diesem Massaker der Hamas an Israel oder an Israelis und dann der durchaus auch zu kritisierenden Gegenreaktionen Israels. Aber nochmal zurück zur FED. Der FED-Chef hat sich ja gestern geäußert, ein bisschen so windelweich geäußert. Ja, wir schauen einmal, wir haben ja starke Konjunktur und so weiter. Wir werden die Entscheidung von den eingehenden Daten abhängig machen, sagt er. Und wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt, dann glauben die meisten FED-Mitglieder, dass wir irgendwann in diesem Jahr vielleicht einmal die Zinsen senken. Hier sagt dann ein zynischer Twitter-Kommentar, Paul sagt, sie werden irgendwann die Zinsen senken, vielleicht aber nachdem sie sie vorher angehoben haben. Also die Bottomline ist, die Zinsen steigen, sie gehen nach unten oder sie bleiben wie sie sind oder alles gleichzeitig. Das aber natürlich basierend auf den hereinkommenden Daten. Hoffentlich habe ich Ihnen damit geholfen. Ja, hat er. Es zeigt so diese windelweiche, wie soll man sagen, Erklärungsstruktur von Jerome Powell. Und das liegt daran, dass die FED natürlich jetzt in einer blöden Situation ist. Wenn sie die Zinsen nicht senkt jetzt, dann könnte es sein, weiß man nicht, dass die Wirtschaft doch ein Problem bekommt. Gestern ISM-Index, Service ja doch auch in der Headline sehr schwach. Aber wenn man nichts tut, beziehungsweise jetzt die Zinsen senkt, dann könnte es eben sein, dass die Inflation den nächsten richtigen Schub bekommt. Das ist das Problem. Würde man jetzt oder absehbar die Zinsen nicht senken, dann kommt man immer näher an die Wahl. Dann kann man die Zinsen wahrscheinlich gar nicht mehr senken. Also die FED hat jetzt ein echtes Zeitproblem aus meiner Sicht. Die Märkte erwarten, wenn Sie recht unten mal gucken, die erste Zinssenkung am 12. Juni, dann die nächste am 18. September. Und dann erwartet man nochmal im Dezember eine Zinssenkung, 3 Stück. Pi mal Daumen. Und manche sagen ja, gerade hier, weil ich immer so auf Inflation und Zinsen rumreiten würde, Fugmann, wir haben doch jetzt eine ganz andere Geschichte. Ich will hier mal Jim Bianco zitieren, der sagt, es gibt 2 Gruppen von Menschen, die glauben, Zinsen würden keine Rolle spielen. Diejenigen, die deswegen Geld verloren haben und diejenigen, die deswegen Geld verlieren werden. Denn Zinsen sind der Preis des Geldes und der Preis des Geldes spielt eine entscheidende Rolle für Liquidität und Liquidität ist der entscheidende Treiber für Aktienmärkte, nicht nur für die Aktienmärkte, sondern für die Finanzmärkte insgesamt. Und wenn wir nochmal kurz bei der FED sind und dem Preis für Geld, da hat sie jetzt wirklich wieder mal, also da kannst du dich eigentlich totlachen. Die Dallas FED hat herausgefunden, ja, wenn wir nicht, nämlich die FED, nicht die Zinsen angehoben hätten, dann wäre die Leistbarkeit für Immobilien in den USA noch viel geringer, weil dann die Preise noch stärker gestiegen wären. Ne? Ist eine revolutionäre Erkenntnis, also die FED hat die Zinsen angehoben, weswegen der Preisanstieg bei den Immobilien nicht so stark war, weil eben Geld wieder etwas kostet, respektive wenn man sich Geld leiht. Jetzt ist aber natürlich hier, oder wird hier natürlich verschwiegen, dass überhaupt die Preisblase bei Immobilien nur möglich war, weil die Notenbanken, vor allem die FED, die Zinsen auf Null
gesenkt haben, sonst hätte es diese Blase gar nicht gegeben. Jetzt argumentiert man aber so, siehst du, weil wir die Zinsen angehoben haben, ist die Leistbarkeit von US-Immobilien besser geworden. Das ist wirklich zum Lachen, muss man sagen. Ein ausgeprägter, erfolgreicher Prognostiker in den USA sagt, nämlich Meredith Whitney, eine Prognostikerin genauer gesagt, dass die Hauspreise 20% korrigieren müssen und werden. Das wäre schon ein ziemlicher Schnaps, aber wie gesagt, wir haben jetzt durch den Zinsanstieg eben dennoch nicht gesehen, dass die Preise in den Boden gefallen sind. Wir sehen vielmehr eine, wie soll man sagen, aufgespaltene Entwicklung zwischen bestehenden Immobilien und Neuimmobilien. Aber kommen wir nochmal zurück zu Gold. Wir sehen also, dass Gold heute Nacht die Marke von 2300 überwunden hat. Nach den Kommentaren von Paul, weil der eben sagt, naja, schauen wir da mal und überhaupt hat sich ja meine Sicht auf die Dinge in Sachen Inflation nicht geändert, gell? Okay, erstaunlich, jetzt sehen wir, dass Kupfer auch auf den höchsten Stand seit 14 Monaten gestiegen ist heute Nacht und wir sehen, dass Gold sich komplett entkoppelt hat von den sogenannten Realrenditen, also der Renditen, Kapitalmarktzinsen minus da Inflation, das ist ungewöhnlich bis 2020 etwa. Ging das komplett parallel, jetzt hat sich das komplett entkoppelt, Gold geht weiter nach oben und ist jetzt so überkauft wie seit August 2020 nicht mehr, aber wie wir bei den Aktienmärkten sehen, man kann länger überkauft sein als viele denken und gleichzeitig ist auch Silber ja deutlich gestiegen, aber Silber ist in Relation zu Gold noch vergleichsweise günstig. Das gilt natürlich auch zum Beispiel für Goldminenaktien, die ja nicht wirklich deutlich haben zulegen können, trotz eben des massiven Anstiegs von Gold. Gold ist jetzt wirklich $300 gestiegen in relativ kurzer Zeit, das muss man sich vorstellen. Die Goldminenaktien dagegen nicht so stark, vielleicht weil man sich denkt, naja, die Förderkosten, die werden in die Höhe gehen aufgrund der Energiepreise. Keine Ahnung, warum das der Fall ist. Aber wir haben dann gestern wieder den Versuch gehabt, die Märkte mit KI ein bisschen zu befeuern. Google hat nämlich gesagt, naja, wir werden also Optionen prüfen, dass wir bestimmte KI-Geschichten in unsere Premium Subscription Services einbauen, also in unsere Abo-Modelle. Großartig, dann sehen wir hier unten George Washington, wie ihn Gemini zeichnet von Google, also die KI, die sehr werthaltig ist, wie wir hier sehen, historisch gesehen, gestern dann Alphabet zunächst gestiegen und dann doch wieder gefallen. Das gleiche übrigens, werden wir gleich sehen, auch oder ähnliches bei Apple. Und Jerome Powell hat ja gestern gesagt, also eigentlich sollte ja KI die Produktivität verbessern und hier deutlich mehr Produktivität ermöglichen, aber das sei bisher nicht der Fall. Ja, sag einmal, was ist denn mit dem Mann los? Der konnte unsere Erzählung nicht zerschießen, gell? Wir haben ja das schon längst eingepreist, dass die Produktivität in den Himmel geht, ne? Und jetzt kommt der Fed-Chef und sagt, bisher sieht er das nicht, das ist eine Unverschämtheit. Nein, da werden wir beschweren. Das ist, Zero Hedge sagt hier, betting at all, the woke Google Chatbot. Wir haben ja gesehen, George Washington war unbedingt dunkelhäutig. Das ist sozusagen die Wette auf einen halluzinierenden Chatbot. Man spricht ja, wenn KI irgendwelche Dinge sozusagen erfindet oder komplett falsche Dinge sagt, dann spricht man von Halluzinieren der KI. Wir sehen also, dass wir im goldenen Zeitalter der Produktivität sind, wenn wir solche Dinge haben wie Gemini von Google. Ganz, ganz großartig, aber der böse Fed-Chef, der bestreitet schlichtweg, dass wir hier produktiver werden. Und jetzt hat sich Apple gesagt, naja, wir haben ja irgendwie ein Problem in Sachen KI, wir haben ja da nichts, was irgendwie sexy ist. Also sagt man, wir arbeiten da irgendwie an so einem Home-Roboter, Roboter-Home und so. Und da ist erstaunlicherweise dann, als man das sagte, der Aktienkurs erstmal ein bisschen eingebrochen, um sich dann zwar wieder zu erholen, aber irgendwie bringt es scheinbar nichts. Irgendwie ist Apple da nicht glaubwürdig und wie Julian Bridgen sagt, Apple ist einfach eine One-Way-Story in Sachen iPhone. Es hängt alles an den iPhones und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert eben Apple auch nicht mehr und wir sehen, dass sich das ja ein Stück weit abkühlt. Tim Cook, Apple-Chef, hat gestern übrigens
oder zuletzt 196.000 Apple-Aktien verkauft, mal eben für 33 Millionen. Also so langsam will der Mann auch einmal eincashen, vor dem Hintergrund, dass böse Zungen wie Albert Edwards sagen, naja, das, was wir hier sehen, wir sind in einer KI-Bubble, nach der Dotcom-Bubble jetzt die KI-Bubble, aber das, Sie wissen, also die Produktivität und KI, ne? Sie müssen halt nur oft genug KI sagen, dann wird ja die Produktivität steigen, das ist ja gar kein Problem und das ist das, worauf die Märkte wetten. Schauen Sie mal hier, Hedgefonds, die in Momentum-Stocks drin sind, die Exposure All-Time High, gell? Also kann ja nicht schief gehen, gell? Dotcom Bubble 2.0, aber nie wieder, also Nvidia sehen wir, ist jetzt zwei Tage hintereinander mit einem Schlusskurs unter seinem 20-Tages-Durchschnitt rausgegangen. Ja, was ist da los? Was ist mit der KI-Euphorie? Irgendwas stimmt da nicht, gell? Jetzt haben sie es mit Google nochmal versucht, jetzt hat es Apple nochmal versucht. Also es scheint nicht mehr so richtig zu wirken, gleichwohl die Stimmung ist noch sehr gut. 47,3% der US-Privatinvestoren sind bullonisch, fast unverändert, sogar ein Ticken geringer der Anteil der Bären mit 22,2%. Und wie stark die Stimmung abgestürzt ist, das sehen wir, dass der Fear and Greed Index nur noch auf Greed steht und nicht mehr auf Extreme Greed, also keine extreme Gier mehr. Das ist wirklich eine bärische Stimmung, wie sie sich selten so manifestiert hat. Das sehen wir auch Investors Intelligence. Wir haben jetzt einen Anstieg seit Oktober. Investor Intelligence sind die Stimmung in den Börsenbriefen in den USA, die da eine durchaus relevante Rolle spielen. Damals Oktober, Ende Oktober nur 25% bullish. Jetzt 62% bullish. Bären von 44% damals auf jetzt nur noch 14%. 14% sind eher bärisch orientiert. Also wir sehen die Stimmung, die Bären sind total in der Mehrheit mit 14%. Das ist unglaublich. Es gibt dann so ein bisschen widersprechende Meldungen in Sachen Taiwan, Folgewirkungen des Erdbebens, TSMC. Alle haben ja immer so diese Geschichte mit China. Oh Gott, wenn China Taiwan letztendlich erobert, was dann? Aber dass diese Erdbebengeschichte vielleicht auch eine relevante Bedrohung sein könnte. Dieses Erdbeben war ja in der anderen Hälfte Taiwans, in der Osthälfte. TSMC ist im Westen der Insel angesiedelt. Financial Times berichtet, hier gab es Schäden hier am Equipment, die zu Produktionsausfällen führen dürften. Andere sagen, nein, alles geht jetzt bald seinen sozialistischen Gang weiter. Ich weiß nicht, was stimmt oder was nicht stimmt. Aber auf jeden Fall, das ist so ein bisschen jetzt die Frage, wird diese Chipproduktion da sofort wieder einsetzen? Was wird an den Märkten passieren? Paul, Aussagen, die Märkte sehen nur das, was sie sehen wollen. Ich hatte gestern die Wall Street als gigantische Hoffnungsmaschine beschrieben, die sozusagen sich permanent selbst mit irgendwelchen Narrativen füttert, aus finanziellen Interessen heraus. Hier sehen wir nochmal so ein bisschen das Dilemma, dass die Märkte einfach nur das hören wollen, was sie wirklich hören wollen, alles andere ausblenden. Das ist die erste Empfehlung als Artikel oben mit den Social Media Button zur Weiterempfehlung, worüber ich mich sehr freuen würde. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, das ist Yield, springt über 2.300 Dollar, muss es hier heißen. Und was die Fed damit zu tun hat, also irgendwie nimmt man scheinbar die Fed nicht so ernst, was ihre Inflationsbekämpfung betrifft. Daher diese Ausschläge, auch diesen Artikel können Sie empfehlen, meine Damen und Herren. Und ich empfehle Ihnen, den zu lesen, ist unter dem Video verlinkt. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.